Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Wir sind in der letzten Folge leider gestorben. Hier kam ein ganz schön fieser Angriff auf uns zu. Aber wir haben, ja, eine kleine Andockstation für unser Schifflein gebaut. Hübsch ist es noch nicht. Aber das wird schon. Und jetzt müssten wir mal schauen. Achso, wir wollten erstmal vom Dach runter, weil wir haben kein Holz mehr. Upp. Ich hoffe mal, wir haben noch Holz. Neun Stück haben wir hier schon mal. Das Stein können wir erstmal wieder wegpacken. Genauso wie den anderen Mist. Das ist nicht das richtige Holz. Oh, guck mal, jetzt haben wir schon 90 Samen. Jetzt können wir noch bald eine Samenbank eröffnen. Huhu. Mal, war das... Hier haben wir noch Platz. Das noch weg. Wieso haben wir denn bloß noch 4 Kohle? Achso, die haben wir auch irgendwo anders hingepackt, ne? Aber ich habe doch die ganze Kohle mitgenommen von drüben. Hier ist er. Okay. Packen wir das mal schnell zusammen. Das noch raus. Aber ich glaube, das war's mit unserem Holz. Ach. Ja, so viel zu dem Thema. Das heißt, wir können jetzt hier schon mal anfangen zu basteln. Überlege, ob man es vielleicht manchmal so rum machen würde, wie das aussieht. Eigentlich auch okay, oder? Dann sieht es nicht ganz so langweilig aus. Müssen mal eine Seite noch offen lassen. Oh, Moment, jetzt habe ich mich hier verbaut. Und hier nochmal drehen. Und hier hin. Dann haben wir nämlich das in der Mitte, können hier unser Feuer reinbasteln. Und dann geht es hier oben weiter. Mit dem Abzug. Eigentlich wäre so ein kleiner Schornstein dann oben drauf noch ganz hübsch. Aber ich würde es jetzt erstmal kurz so lassen und generell gucken, ob das funktioniert. Einen kleinen Schornstein brauchen wir, ansonsten regnet es halt wieder rein und das Feuer ist halt aus. Wo es halt auch in der alten Basis schon immer aus war, obwohl oben zu. Aber vielleicht gab es da ja doch noch irgendeine Kleinigkeit, die ich nicht beachtet habe. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal das. Wir müssen ja trotzdem ans Feuer rankommen. Das heißt, Moment, wir bauen das jetzt erstmal ab. Wir müssen ja eine Seite eh ein Stückchen offen lassen. Ich glaube fast, wir nehmen die vordere hier. Dann können wir die hier wieder zubauen. So. Und wir bauen ein kleines Feuerchen. Ungefähr so. Müssen wir mal warten, bis sich hier der ganze Dunst verzogen hat. Ist die Frage, ob das schon so reicht, aber an sich zieht der Qualm mehr nach oben. Wir müssen halt mal ein bisschen warten, hier steht halt noch viel Rauch drin. Oder ob wir eventuell doch noch ein bisschen mehr zubauen müssen. Weiß nicht, so eine halbe noch hier oben dran. Wäre prinzipiell okay, gefällt mir sogar eigentlich besser. Ich meine, ich möchte hier nichts kochen, es geht wirklich nur darum, dass wir ein Feuer in der Nähe haben zum Schlafen. Und dann zieht der Rauch ja eigentlich hier oben raus. Also so an sich müsste das passen. Dann gucken wir jetzt nochmal aufs Dach. Ich hätte die leider gar nicht gebraucht, oder? Ach, du schaffst es. Jawohl. Und hier kommt der Qualm raus. Sieht schon mal soweit ganz gut aus. Jetzt ist die Frage, wenn wir mit so einem halben Sachen... Aber hält das oder bricht's ab? Dann können wir jetzt hier nichts mehr draufsetzen, ne? Das wird jetzt dunkelrot. Wir probieren es mal kurz. Wenn wir hier überall so eine halbe Geschichte drauf basteln und uns dann so ein Teil drauf machen. Wenn es denn irgendwie hält. Aber das hält so nicht. So rum. Gucken, ob das jetzt hält oder abbricht. Aber es sieht ganz gut aus. Ich hätte es zwar eigentlich eher gerne für die längliche Richtung gehabt, aber müsste ja prinzipiell auch gehen. Gucken, warum sich das Spiel jetzt gerade so weigert.
So. Dann haben wir doch prinzipiell einen Regenschutz und trotzdem kommt der Qualm hier raus. Müsste doch eigentlich funktionieren. Wir gucken mal. Jetzt ist es natürlich gleich wieder hier komplett vernebelt, dass man es überhaupt nicht mehr einschätzen kann. Aber das werden wir dann einfach in den nächsten Folgen sehen. Jetzt haben wir hier leider kein Feuer mehr. Das Feuer geht nur ungefähr bis hierher. Das heißt, wir müssen unser Bett nochmal umbauen. Das heißt, das Bettchen hier raus. Müsste halt weiter hier vorne hin. Hier müsste ja noch... Nee, ganz am Rand auch nicht mehr. Das heißt, eventuell so hier rein. Sieht jetzt natürlich nicht schön aus. Man könnte überlegen, ob man hier noch zumacht. Dass man das nochmal wie so einen kleinen Extra-Raum hier betreibt, aber... Das können wir auch gerne später noch tun. Haben wir erstmal den Spawnpunkt gesetzt und jetzt haben wir hier zumindest Feuer. Der Abzug müsste funktionieren. Und wir haben dieses Problem nicht mehr, dass das ganze Haus verqualmt ist. Wir haben ein Schiff. Ist doch ganz gut, was passiert in den letzten Folgen. Freut mich sehr. Das muss ich auch alles mal noch machen, ich weiß. Aber es gibt einfach so viel zu erleben hier. So, naja, das wird jetzt hier wahrscheinlich bloß der Dunst von draußen sein, ne? Wir werden es dann in den nächsten Folgen irgendwann sehen, ob das so klappt. Aber zumindest haben wir das. Jetzt haben wir halt hier so ein riesen Dings in der Mitte stehen. Irgendwie ist es nicht ganz mittig, oder? Der Balken ist jetzt nicht genau auf der Ecke wie... Wohl. Naja. Passt schon. Dann könnten wir prinzipiell überlegen, ob wir auch hier drüben nochmal unsere Truhen hinbauen. Vielleicht nicht ganz so ein großes Lagerhaus, wie das in der ersten Basis geworden ist. Aber zumindest so ein paar Truhen werden ja schon ganz cool. Platz haben wir ja. Und was wollen wir noch groß hier reinbauen? Zumindest zum aktuellen Standpunkt. Oder zum aktuellen Stand. So, wir haben hier... Wir haben gerade keine Kohle, das ist richtig. Aber wir haben Kohle in Truhe. Und wir haben hier auch irgendwo noch eine ganze Menge Zinn. Ich glaube, mehr Erz haben wir aktuell nicht. Nö, Kohle haben wir noch, aber so viel brauchen wir nicht. Das heißt, wir können jetzt hier schon mal ein bisschen Zinn schmelzen. Und dann machen wir uns doch demnächst mal auf ins Sumpfland. Hier jetzt erstmal Kohle rein. Ah, ich weiß nicht, habe ich das jetzt... Hätte ich es lieber andersrum gebaut? Ah ja, wir lassen das erstmal so. Moment. Ne, ich glaube, jetzt haben wir hier drüben auf der Seite... Ach, ich habe es falsch rumgebaut. Mist, wenn ich das jetzt abbaue, kriege ich meine Kohle wieder. Hinzugefügt 6-mal Kohle. Nein, das reicht nicht. Ach, wir haben nicht genug. Ja, ob wir zu viel tragen, ist gerade nicht schlimm. Ja, wir kriegen unsere Kohle wieder. So, Schmelzofen. Und zwar brauchen wir die Seite vorne. Jetzt ist richtig. Dann können wir nämlich hier Zinnerz reinbasteln. Und wir können hier drüben Kohle reinbasteln. Und dann kann das hier schön weitermachen. Also oben qualmt es auf jeden Fall raus. Ja, eigentlich würde ich ganz gerne mit euch ins Sumpfland. Das wäre so das erste Ziel aktuell. Dass wir da mal ein bisschen nach Eisen suchen, aber ich habe schon wieder Schiss, dass dann hier ein Angriff kommt. Aber wir haben auch absolut nicht genügend Holz, um hier einen Schutzwall drüber zu ziehen. Und ja, 2 Folgen hintereinander nur Holz hacken. Gerade wenn es auch noch so neblig ist, das möchte ich euch echt nicht antun. Also, reparieren wir erstmal kurz ein bisschen.
Und wir machen uns doch auf ins Sumpfland. Dazu müssen wir jetzt noch einmal kurz die Würstchen einpacken. Jetzt lasst mich nochmal gucken. Wir haben hier das Giftwiderstand Getränk und das andere. Moment, wir hatten ja hier noch. Ach, das ist die Metmischung. Hier ist sie doch. Weiß nicht, ob man zwei gleichzeitig trinken kann. Aber ich glaube fast nicht. Ah, Moment. Wir packen mal das noch raus. Nehmen die Trophäe noch mit. Ach so, und, Entschuldigung, das müssen wir noch ganz schnell machen. Wir haben ja den guten Flug mit dabei. Obwohl, das machen wir in der alten Basis, bevor ich jetzt hier irgendwo die Erde aufwühle und dann da in den nächsten Folgen vielleicht noch was hinbauen möchte oder so. Nee, das lass mal. Wir machen einmal zur alten Basis, denn wir müssen den sumpfigen Schlüssel holen. Wir werden jetzt noch schnell die Karotten anfarmen, einpflanzen, wie auch immer. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht das erste Metall finden. Ist hier ein Gegner oder waren das die Schweine? Ich glaube, das waren die Schweine. So, wir packen ungekochtes Fleisch rein, nehmen dafür richtiges Fleisch mit. Dann haben wir Würstchen und Fleisch. Honig wäre auch noch okay. Ein paar Himbeeren wären noch schön. Haben wir gar keine Himbeeren mehr? Oh oh. Hier sind schon wieder Pilze drin gelandet, die nicht hätten drin landen dürfen. Ja, da müssen wir mal schauen. Wir gucken nochmal in die Werkzeugkiste. Hier packen wir mal noch eben die Hacke mit rein. Dann können wir die Knochen noch schnell loswerden. Die Samen noch loswerden und die Trophäen noch loswerden. Dann passt das soweit eigentlich. Ja, der Umhang ist eigentlich doof. Wir haben zwar eine Rüstung mehr, aber dafür nehmen wir uns noch einen zusätzlichen Platz weg. Jetzt haben wir Würstchen, wir haben Fleisch, wir haben Honig. Reicht aber nicht ganz. Weil ich möchte auch nicht dauerhaft mit Würstchen rumlaufen. Oder auf Würstchen. Ja, dann nehmen wir doch nochmal die Pilze mit, ne? Wir reparieren nochmal eben fix an der Schmiede. Dann müssen wir noch eben gucken, wo wir unseren sumpfigen Schlüssel hingelegt haben. Hier ist er. Und dann haben wir eigentlich alles, ne? Sieht gut aus. Wir fangen noch schnell an. Jetzt die Samen raus. Ach, die habe ich im alten Dings gelassen, ne? Ja, na gut, dann machen wir das später. Ich hoffe, ihr seid nicht zu hungrig. Tut mir leid, ich liebe euch alle. Ja, danke, okay, hier, Kussi, Kussi. So. Dann zurück. Wir ruhen uns jetzt noch kurz aus, dass wir den Ausgeruht-Skill mitnehmen ins Sumpfland. Und dann machen wir uns auf den Weg zum Dungeon und gucken mal, ob wir da tatsächlich das erste Metall uns mitnehmen können. Würde die vier Holz noch schnell wegpacken. Und eigentlich können wir auch mal Flug, Moment, den Flug wegpacken. Die Hacke brauchen wir. Die Bronzeaxt mal noch weg und den Bauhammer genauso. Jetzt schnell ausruhen. Ach, haben wir hier gar nichts mehr an Himbeeren oder irgendwas? Wir haben noch Pilze. Na gut, dann bleibt es halt bei den Pilzen. Ach, sieht schon schön aus, oder? Gleich ganz gemütlicher hier mit so einem Feuer. Und wir legen uns schlafen. Damit wir auch schön in der Helligkeit ins Sumpfland kommen. Ja, und dann wäre es auf jeden Fall cool. Das wäre ein richtig großer Schritt jetzt ins Eisenzeitalter hinein. 15 Minuten ausgeruht. Ach, ich hätte Eiktür mal noch mitnehmen können. Entschuldigung. Aber es ist halt auch immer doof, dann echt erst da nochmal hoch zu den Opfersteinen zu rennen. Wir haben keine Pfeile. Moment. Entschuldigung, aber das geht so nicht. Im Sumpfland brauchen wir definitiv Pfeile. Weiß nicht, ob ich hier mal irgendwann noch welche reingeworfen habe, aber ich glaube nicht. Hier haben wir noch 40. Ja, das sind halt normale Holzpfeile.
Wir nehmen die mal mit. Ich hoffe, das reicht. Weil im Dungeon selber werden uns die Pfeile eh nicht viel bringen. Nein, ich möchte kein Harz aufsammeln. Geht bloß weg damit. Ja, aber im Dungeon ist eh nicht genug Platz. Das heißt, wenn, dann bloß für den Weg dorthin. Wir hatten uns ja schon einen markiert. Hier unten ist der. Und dann hauen wir uns definitiv mal die Würstchen rein. Ach Mist, die war noch gar nicht fermentiert hier. Ich doofbacke, war sinnlos die mitzunehmen, aber wir haben hier Met des Giftwiderstands. Dann schnabulieren wir uns halt mal den rein. Lass doch mal gucken, das hält 600 Sekunden, macht 15 Gesundheit, 20 Ausdauer. 300 und 20, 20. Das heißt, der Honig ist eigentlich gar nicht so geil bis halt auf den HP-Wert. Das heißt, ich werde dann aber trotzdem lieber die Kombination nutzen. Weil ich denke, das ist die bessere Wahl, weil Gesundheit geht das nur über alles. Weil auch wenn das mehr HP hat, ihr habt es ja selber gesehen, als wir gerade gestorben sind. Gegen die Sumpfbewohner, die unser Heim aufgesucht haben. Das ist trotzdem nicht viel, ne? Wartet schon wieder das erste Skelett. Wollte schon sagen, war das ein One-Hit-Wander? Leider nicht. Naja, wir verschießen mal nicht unsere kostbaren Pfeile. Da ist das nächste. Wo müssen wir denn hin? Hier hinten war das. Kommen wir umlaufen den mal. Die Himbeere hört langsam auf. Wir lassen die mal ausklingen. Damit wir dann das andere Zeug essen können. War nur ein Skelett? Ja, komm, wir besiegen das mal noch schnell, bevor die uns jetzt hier die ganze Zeit hinterher rennen. Hier ist doch was im Wasser. Ah, schon wieder ein Schlundegel. Haut bloß ab. Da hinten ist ein Schlamm. Wir sterben wahrscheinlich schon direkt nur auf dem Weg zum Dungeon hin. Oder Schleimling heißt er. Entschuldigung, dass ich dich Schlamm genannt habe. Ich treffe den halt aber auch nicht. Stirb! Er ist nicht lecken jetzt. Danke. Gut, wir scheinen erstmal sicher zu sein. Das heißt, wir machen jetzt einmal eine geile Kombi aus Würstchen, Fleisch und Pilz. Boah, schaut mal, wie hoch das klettert. Und wir trinken uns den Giftwiderstand noch rein. 10 Minuten hält es an, oben steht's. Dann könnte es vielleicht doch stapelbar sein. Und wir kommen in die versunkenen Krypten. Gelbe Pilze gibt es ja anscheinend auch. Ich hoffe nicht, dass wir hier die ganze Zeit im Wasser rumlaufen und hier Schlundegel kommen. Dann hasse ich mein Leben. Ach, und wir müssen auch noch schwimmen. Das ist ja nett von euch. Hab doch was gehört. Ist jetzt die Frage, ist das hier schon dieser Schrott, den wir aufmachen müssen? Nee. Ich habe schon gelesen, dass es so verschlossene Sachen gibt, also dass das halt alles zugeschüttet ist und man es halt selber aufmachen muss. Hier haben wir schlammigen Schrotthaufen. Nicht mit der Faust. Boah, schaut mal die Ausdauer unten an. Mega geil, verwitterter Knochen haben wir gekriegt. Und hier müssten wir eigentlich auch schon das Eisen rauskriegen. Eisenschrott. Wir haben es geschafft. Geil. Ein neues Zeitalter ist herangebrochen. Das freut mich doch sehr. Naja, und was dann hier sich dahinter verbirgt, weil ich habe schon ein paar kleine Sachen gehört, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr, wie gewohnt, geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.